Willkommen bei Fashion Taxi. Heute braucht jemand da draußen die Hilfe von mir und meinem Styling-Team. Darum, let's go! Take my breath. Für die heutige Sendung hat mich eine dreifache Mama kontaktiert, die Laura. Schauen wir mal rein. Ciao, Christa. Ich bin Laura, bin 38, Mami von 3 Kindern, geheiratet und mit meiner Familie lebe ich im Kanton Aargau. Selbstständig habe ich mich gemacht mit einem Hobby von mir und darum bin ich im kreativen Bereich tätig. Ich melde mich bei dir, weil ich schon ganz bald eine Ladies Night geplant habe. Und obwohl ich meine Mami-Krone wirklich mit ganz viel Stolz trage, wäre es eben gleich wieder einmal mega lässig, ein Komplett und Styling zu bekommen. Und wer würde sich da nicht besser eignen als du mit deinem Team? Komm und hilf mir bitte! Natürlich helfe ich dir, liebe Laura. Ich komme sofort. Du brauchst eine Abwechslung aus deinem Alltag. Heute geht die Party ab. Hans-Ueli, let's go! Let's go! Laura! Hallo! Hallo! Wie geht's? Gut, danke, ja. Willkommen bei Fashion Taxi. Ja. Bist du bereit? Ja, ey, mega. Fashion. Looking good and feeling fine. Looking good and feeling fine. Let's go, Hans-Ueli. Bring zu uns ins Glattzentrum. Da war immer vorsichtig, weil ich habe hier eine dreifache Mama. Ja. Wie heißen Sie? Wie alt sind Sie? Chiara, die ist 7. Der Matteo ist 2 und Giulia ist 6. Wow. Und du bist auch selbstständig, du schaffst? Ja, richtig, genau. Ich bin im kreativen Bereich tätig, mache Babygeschenke. Und ja, ist mittlerweile schon 6,5 Jahre bald. Und macht das von zuhause aus und ja, mittlerweile genug zu tun. Wieso hast du dich angemeldet? Was ist dein grosser Wunsch? Also es ist so, dass ich jetzt so die 3 Kinder, ich bin Mami, ich bin jetzt auch zuhause gewesen. Und ja, und vor allem halt auch so die Figur und auch der Körper, bis er sich auch so ein bisschen von der Schwangerschaft erholt hat und alles. Ich verstehe natürlich auch als Mama. Und heute nimmst du dir die Zeit, oder? Für was hast du heute Abend geplant? Ja, für heute Abend haben wir ein Ladies Night geplant. Oder Hans-Ueli, hast du gehört? Wir haben eine Ladies Night heute Ladies Abend. Night. Wir müssen die Laura noch schöner machen und umstylen. Genau. Ich laufe sehr oft halt einfach so ein bisschen grau oder halt mal so ein bisschen beige, also die normalen Farben. Cool wäre jetzt einfach mal etwas ganz etwas anderes. Willkommen ins Glattzentrum. Ja. Bist du bereit? Ja, sehr. Ich würde sagen, rennen wir drin. Diana wartet auf uns. Sie weiß deine Wünsche und ich freue mich sehr. Da ist Anna, unsere Lieblingsstylistin. Hoi, wie geht's? Sehr gut, schön euch zu sehen. Hoi, Laura. Sie ist Laura, unsere Kandidatin. Willkommen. Unsere Lieblingsstylistin Anna hat die Masse und die Wünsche von Laura schon im Voraus bekommen. Es geht heute Abend um eine Ladies Night. Sie hat 3 Outfits zusammengestellt. Wir sind gespannt. Zusammengestellt habe ich die Sachen, die du eben im Alltag, aber auch heute Abend in der Ladies Night kannst tragen. Ja. Das erste ist der Overall. Das ist ein Teil, das du komplett verschieden kannst stylen, wie du willst. Für den Tag, für den Abend. Ja. Dann der Anzug, der im Moment sehr in ist, in allen Farben. Jetzt habe ich Pastell Rosa für dich gewählt. Wo du auch auf- und ab stylen kannst. Eben, du kannst es auch für sehr schick, aber du kannst es auch tagsüber mit Turnschuhen anziehen. Und das letzte ist ein Kleid mit Lochstickerei in Weiss, das mich so an die Ferien in Weiss erinnert. Ja. Mit den Sandalen, die es ein bisschen absetzen. Sehr schön. Mhm. 3 verschiedene Varianten, 3 wunderschöne Outfits. Das erste kenne ich, oder? Ja. Du hast auch die schwarze Variante. Oh, sehr schön. Eigentlich hat Laura gesagt, sie ist immer schwarz oder beige oder so. Sie ist schon offen für andere Farben. Darum wäre es jetzt mal lässig, mal etwas anderes. Richtig, ja. Du probierst es gerade mal an.
mein Hauptanliegen war, dass sie etwas hat, das sie eben im Alltag auch tragen kann. Egal, ob es jetzt an die Ladies Night geht. Dass sie etwas hat, dass sie sagt, morgen kann ich es vielleicht mit der Turnschuhe kombinieren, mit einem T-Shirt kombinieren. Es war mir wichtig, dass es ein Teil wird, das sie gerne hat, das sie viel braucht. Cool, jung, frech, trendy. Seid ihr bereit? Jetzt kommt Laura mit dem ersten Outfit. Bitte schön. Mega. Jung, frech, stylisch. Bravo, Anna. Und, wie fühlst du dich? Sehr wohl. Gefällt dir? Sehr wohl, ja, wirklich. Sehr schön. Ich habe mega Freude. Ja, sieht super aus. Ja, es steht dir super. Es ist einfach, weil es mal etwas anderes ist. Und ja, nicht immer zwei Teiler, sondern auch mal ein Einteiler. Genau, ist eben bequemer. Sie ist bereit mit dem zweiten Outfit. Bitte schön. I saw the fire in your eyes. Guardati. Rosa wie eine Prinzessin. Ja, genau. Hä? Aber Pastell ist ja trendy jetzt. Definitiv, ja. Anna? Steht der Ton super. Sind Sie jetzt auch lässig mit dem schwarzen Tisch, den du jetzt gewählt hast? Ja, das ist ein bisschen festlicher. Es ist ein bisschen mehr Business-Style. Ich trage das einfach ein bisschen weniger im Alltag. Und jetzt siehst du es, wenn du wählen, ein paar High Heels anziehen dazu gängt. Genau. Passend natürlich für den heutigen Abend wäre es auf jeden Fall. Und jetzt kommt ein Sommerlook. Genau was anderes im Vergleich zu den anderen Outfits. Ich bin gespannt, ob es Laura auch das total gut. Wow. Und? Wie fühlst du dich? Sehr schön. Ich fühle mich sehr wohl. Ja, Stickkleidchen gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das habe ich auch gerne an. Ja, man kann es halt dann gleich nur im Sommer anlegen. Finde ich ein bisschen schade wegen dem. Aber sonst auch sehr passend. Und die Farbe weiss? Ist auch schön. Ist ein bisschen heikler. Mit Kind gerade. Drei Outfits, drei verschiedene Varianten. Alles genau. Unterschiedlich. Du musst dich entscheiden, nur für eine. Ja. Da sind wir gespannt. Hey! Ciao, Anzueli! Gut einkaufen! Ciao! Shopping ist gemacht, jetzt. Und wart ihr zufrieden beim Einkauf? Ja, Shopping geht immer. Im Bereich Hair. Bis jetzt, ich sehe, du hast diese Winterfrisur. Meine Mami-Krone. Mami-Krone? Meine Mami-Krone, ja. Würdest du mit der Mami-Krone in das Ausgang gehen? Oder? Ja, würde ich eigentlich schon. Aber ich habe sie jeden Tag an. Und darum ist es einfach langweilig. Nicht, oder? Es muss nicht sein. Genau. Also farbmässig würde ich mir schon etwas grosse Veränderung wünschen. Einfach so etwas wieder frischer, frühlingshafter, passend. Einfach auch so etwas, wo mein Gesicht noch mal ein schönes Balayage. So oh ja, Balayage ist natürlich wunderbar. Blond ist vielleicht meiner Meinung nach nicht wirklich für dich, oder? Weil du bist eine Südländerin oder eine mediterranische Frau. Ja, ich bin da sehr offen, auch, was mir empfohlen wird. Ja. Was, man, ja, was die anderen auch sehen und was man mit mir machen Meine Stylisten vom Valentino Styling Club haben sich bereits Gedanken gemacht über den Look von Laura und ihre Ladies Night. Jeremy kümmert sich um die Haare, Stefanie um das Make-up. Viel Spaß! Schön, ja! Und ihr? Well, let's go! Dann lasse ich dir in gute Hände. Danke vielmals! Ich habe schon ein bisschen gehört, was passieren wird. Und ich habe eine kleine Vorstellung auch. Es bleibt modern. Keine Angst. Haarlänge wird auch noch rum sein. Aber ein frischer Schnitt. Und ich würde sagen, wir starten. Und
lass dich überraschen. Ja, perfekt. Ist das gut? Ja, freue mich drauf. Legen wir gerade los. He? Vom Schnitt her haben wir nicht mehr alles so schwer. Also, wir arbeiten mit Blondierung. Es ist jetzt nicht mehr so dunkel wie vorne. Es wird ein leichtes Farbspiel reingeben, was eine Frische reinbringt. Mit einer guten Abstufung vorne durch im Gesicht, die das Ganze noch etwas frecher macht. Zum selber föhnen und stylen zu Hause, würde ich sagen, eine Rundbürste. Zu Hause haben ist sicher mal ein Plus. Man kann mit einer Rundbürste recht schnell ein bisschen Form reingeben, was das Ganze eigentlich so ein Coiffeur-Feeling wieder verleiht, obwohl man nicht beim Coiffeur war. Bei mir, ich habe die Laura für das erste Mal gesehen und ich möchte ihre Augen in Strahlung bringen. Ich habe eine Baking-Technik geplant für ihre Augen, um diese Helligkeit zu schenken, dass die Augenschattierung ein bisschen lindern kann. Ihre Make-up ist natürlich sollte ganz lange, die ganze Nacht langhaftend sein, dass sie sorgenlos können den Abend Party machen. Und da bin ich wieder. Laura, wie geht's? Wow. Wow, und sie hat wunderbare Lippen. Ja, genau. Du hast nicht gesehen, oder? Keine Ahnung. Jetzt ist Finishing, oder? Finishing kommt jetzt die Champagner auf der Haut. Okay, Augen zuschließen. Los. Wow. Jetzt kommt der große Moment, du musst dich nur noch umziehen mit dem Outfit. Die Garderobe ist dort. Bitte schön. Bist du bereit? Ja. Wow. Sei bellissima. Mamma mia, was für eine Umstyling. Ich bin mega nervös. Oh mein Gott. Du siehst mega! Mit Laura. Sei pronta? Sì. Schau nach vorne. Oh mein Gott! Wow! Oh, das ist eine Lady! Ja, also, oder? Wirklich. Wow, das ist Erwartungen super. Erfüllt. Ich bin so mega glücklich für dich. Ja, Laura hat sich vom Fashion Taxi eine Umstyling gewünscht für ihre Ladies Night. Als Outfit hat sie sich ein olivgrünes Overall ausgesucht. Es ist flexibel, es ist praktisch. Sie kann das in verschiedenen Kombinationen anziehen. Bei den Haaren gab es natürlich die größte Veränderung. Jetzt wirkt alles heller. Dazu gab es einen abgestuften Schnitt mit wunderschönen Wellen. Für das Make-up geht es in Richtung glamouröse. Fokus auf den Augen, Smoky Eyes, grüne Farbe und natürlich Baking-Technik dürfen nicht fehlen. Das Lässige ist einfach wirklich das offene Haar. Ich trage gerne offene Haare. Ich mache das einfach nicht so oft, aber ich finde das auch schön. Und eben der Fokus auf die Augen. Es ist einfach auch schön geschminkt und das mache ich einfach auch nicht jeden Tag. Und darum ist das wunderschön und es ist auch gelungen. Wir schauen, ob das Fashion Taxi da ist. Ja. Weil Anzueli kommt mit deinen Freundinnen. Und jetzt ist dein Abend. Ja, super. Vielen herzlichen Dank. Danke dir auch. Christa. So wie du bist. Ja, merci. Ich weiß, wir bleiben wir. Ich hab diesen Wunsch, dass ich nichts ändert. Denn das ist hier ist die neue Laura. Ich weiß, wir bleiben wir. Und wir sehen uns nächste Woche bei Fashion Taxi. Ciao, tutti.
Fashion Taxi wurde präsentiert von Eve. Genieß, was kommt. Glatt. Das beliebteste Einkaufszentrum der Schweiz mit über 100 Geschäften. Der Moment, wo du merkst, es ist mehr als ein Abenteuer. Findet euch mit Parship.